Oh ja. Ach, das ist, in Flensburg zu Besuch? Oh, schade, dass das nicht geklappt hat mit NIZ. Das wäre richtig cool gewesen. Wie ist denn das gerade? In Österreich war das, ne? Bist du da auch noch aktiv am Smashen? Und triffst dich mit Levi oder so, wenn du hier in Flensburg unterwegs bist? Okay, noch einmal zurück zum Game. SDR hier Splash Rage hatte tatsächlich SDN, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal besiegt. Ich glaube, letztes Mal. Aha. Okay. Ja, wenn er seinen Run so weiterverfolgen kann, mit der Leistung, die er eben gerade erbracht hat. Mhm. Oh, oh. Ja, aber, oh. Oh, oh. Wow. Überlebt, okay. Okay, das war close. Close. Ach, cool. In Dänemark. Dänemark, sag ich schon. Dänemark. Flensmark. Nee, cool. In Dänemark kann man auf jeden Fall mal Urlaub machen. So ja. Viel ruhiger. Ich will tatsächlich nach Schweden. Ende August, nach NIZ im August, 24.8. danach ab nach Schweden. Trelleborg. Trelleborg, was macht man da? Kommt man von Lübeck direkt hin. Oh, mit der Fähre. Aha. Und ja, einfach ein bisschen chill, ein bisschen rauskommen und sich ein bisschen umschauen. Viel mehr macht man da nicht. Ein bisschen Smash spielen. Ah, mal gucken. Hey, vielleicht nehmen wir Brawl mit. Das mache ich tatsächlich mit meiner Freundin manchmal. Sie hat Brawl gespielt und deswegen manchmal spielen sie Brawl. Ah, okay, cool. Wie SDR in Kirby Main? Gab's da nicht auch einen Bot für mit Project M oder irgendwie sowas? Was denn? Oh. The Brawl? Also ja, so Project M, es ja. Gab Brawl Minus, Brawl Plus, ist ja cool auch. Und hier direkte Fair Offstage. Und das ist die Führung für SDR. Ansonsten ist es hier ziemlich knapp. Ich glaube, er muss ohne Brille immer spielen. Das ist ja insane. Ich sehe nichts, aber ich mach mal. Oh, aber jetzt gerade ist der super aggressiv, ja, dass ihm wohl gepunished durch stehen kommt. Ja. Cool, also es ist noch alles offen hier gerade. Nice, Bachelorarbeit ist durch, das ist das Wichtigste. Oh, Glückwunsch. Ja, sowas wie Bachelorarbeiten generell so arbeiten, das ist einfach immer ja. Ein paar Monate echt einfach nur strugglen. Und ich persönlich zum Beispiel brauche immer ewig, um lange Dokumente zu schreiben und damit so richtig voranzukommen. Und dann am Ende, wenn der Druck dann kommt, dann fährt sich halt komplett rein. Mhm. Ich bin auch inzwischen, habe ich genug gelernt, dass ich abschätzen muss, in welche Zeitspanne ich das reinquetschen kann. Ich verstehe, was du meinst, also ich ja. Kann bei einer Bachelorarbeit ja nicht einen Tag vorher oder sowas. Nee. Dann sind es halt vielleicht 2 Wochen oder 3. Ich kann also natürlich Fallstudien und so ein Scheiß, aber... ja, braucht er den Druck. Und Dash Attack. Oh mein Gott, das war ja verdammt knapp gerade. Ja. Während wir hier über Schweden und Bachelorarbeiten reden. Ja. Ja, gut. Ich habe auch mal gehört, dass während Bachelor- und Masterarbeiten die Studentenzimmer oder Küchen noch nie so sauber waren. Weil die gar keine Zeit haben zu essen. Ja, oder weil sie sich eher die ganze Zeit ablenken und prokrastinieren. Ah. Ja, kann ich mir vorstellen. Studenten-Lifestyle ist ja auch oft mal auf irgendwelche WG-Partys gehen oder so. Oder donnerstags trinken in der Bar. Ja, das sind ja die Studietage meistens. Ne? Ja. Okay, SDN legt hier auf jeden Fall schon mal direkt los. Okay, gelb diesmal. Ich sagte, Splash Mage hat auch schon jeden... Wow, okay, alles klar. Ansage. Das, was Flora gegen SDN versucht hat, versucht SDN jetzt gegen Splash Mage und funktioniert. Das ist halt immer die obvious Option, in Richtung Stage zu lenken. Also einfach straight up Richtung Stage. Ja. Und irgendwie so ein bisschen feinmotorisch. So. Dann, kann sowas natürlich mal passieren, dass man mal einen dicken F-Smash von SDN bekommt und von Ike, was keinen Spaß macht. Ike F-Smash. Den willst du nicht. Oh. Jetzt mit dem Ledge-Track. Oh, wow, so kommt er da raus. Ist einfach getimed.
Weil das war nämlich mein Problem mit Squad Strike. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Gut abgewartet hier vom Mage. Okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass SDR noch so ein bisschen verspielt ist manchmal. Also hier eben gerade die Side, die... Das war so trollig. Spielt hier mit seiner Beute, sagst ja, so du ein bisschen, so? Ein bisschen. Katze und Maus. Ja. Also im ersten Game war ja noch komplett knapp, aber das hier sieht ja auch ganz anders nochmal aus, ne? Ja. Also komplett. Okay, aber was ist das für eine Option? Oh, ich habe da schon den nächsten F-Smash kommen sehen. Ja. Oh, ah, guck mal hier. Oh, okay, okay, ist okay. Ist der Knoten jetzt gebrochen? Oh, wie patient der ist. Ja, da ist er. Der will sich auch keine Fehler erlauben hier. Ja, wenn du versuchst, patient gegen SDN zu spielen, kriegst du einen Dash-Attack sofort. Wenn du auch nur eine Sekunde am gleichen Platz einfach chillst, er kommt direkt auf dich zu. Das ist ja sogar noch selten, dass er da grabbt. Yeah. Normalerweise immer mit dem Dash-Attack direkt. Beweg dich. Das ist witzig. Oh. Und jetzt? Okay. Ah. Okay, ich hab verstanden, worauf er hinaus wollte. Aber ja. Wow. Alter. Hat da jetzt gerade leider nicht funktioniert. 2-0. Ich habe immer noch keinen Greninja gesehen. Geh doch mal rüber, sag mal Bescheid. Ja, hier erzähle ich ihm nach dem Set. So, ja, wie sieht es denn eigentlich aus so mit Greninja? Grand Finals? Hm? Für die Grafik. Oh, hat er was gehört? Ah, nee, hat er nicht. Nee, wir bleiben bei Ike. Brawl Ike in Blau. Ja, warum auch, ne? Never change a running system, so nach Motto. Aber vielleicht kann das ja jetzt Mage auf jeden Fall unterbinden. Mal gucken. Wäre auf jeden Fall seine letzte Chance. Ja, und wir haben den ganz normalen Skin. Okay, jetzt bisher sieht das ja ganz gut aus, ne? Mhm. Noch ein Favor auf jeden Fall für Splash. Wenn er jetzt... Ja, jetzt ist er nicht mal an der Edge, ne? Aber wenn er jetzt so ein Cross-Slash oder... Ach, keine Ahnung, wie das Zeug heißt. Cross-Slash ist, glaube ich, von Cloud. Aber dieser Arc-Thunder, whatever. Ja. X, das X. Wenn er jetzt das X bekommen würde an der Edge, könnte er vielleicht auch Early Kill noch bekommen, weil ganz offensichtlich braucht er die auch, weil ja. SDN killt auf jeden Fall früh, also fast immer. Wenn... Oh, das hat fast gekillt, einfach bei 110. Ah, ja, guck mal. Aber das gezackte Schwert ist schon wieder dabei. Also, oh. Range-Vorteil auch, mhm. Und, ne? Das ist es. Aber da war auch einfach schneller. Einfach weggehauen, okay. Er braucht halt diesen Kill, aber SDN lässt sich schwer killen, macht dann... Oh, schön! Ja. Guck mal, das travelt dann wahrscheinlich, ne? Travelt da so ein Blitz vom Down Smash? Ja. Also wie so Wellen quasi, so ein bisschen nach außen, ne? Oh. Oh. Scary. Okay. Ja, wir sind hier. Ist noch alles offen, also wir sind hier immer noch auf dem zweiten Slot für beide. Wow. Ja, das wird das machen. Krass. Noch getroffen. Ist immer ganz interessant zu beobachten, weil von SDN bekommt man halt mit Abstand am meisten mit, ne? Dadurch, dass er halt immer in Grand Finals spielt und so. Habe ich auch einiges schon von ihm kopiert. Kommentiert. Und ja, so manchmal ist er mehr Trigger Happy als sonst. Jetzt wirkt es aber so kontrolliert Trigger Happy. Normalerweise ist es so, wenn er zurückliegt, ist er vielleicht mal Trigger Happy. Oder er macht es einfach mal. So nach 10 Mal macht das einmal oder so. Aber ich habe das Gefühl, der ist jetzt in letzter Zeit echt ein bisschen mehr aggressiv offstage geworden. Okay, nice. Bleibt hier also spannend jetzt gerade im letzten Match. Wahrscheinlich jetzt ein Match. Von diesem Set.
Ja, wobei auch der Offstage-Counter auf jeden Fall höher ist als im vorigen Match. Leider ein sehr langsamer Charakter. Ich rede von Robin. Hä? Hat er keinen Second Jump? Er hatte keinen Jump mehr, deswegen. Okay. Hätten wir da nicht theoretisch mit Zeit wie AB was lösen können? Ja, aber das ist halt, ne? Wenn du denkst, du hast Jump, dann guckst du nicht mal auf dich da unten. Ja, okay. Dann guckst du einfach nur, was macht mein Gegner gerade, springst und dann merkst du so, hä? Da kommt ja gar nichts. Dann bist du tot. Also, ich bin kein Jigglypuff. Oh. Ja, genau. Ja, also. Ja, ist manchmal einfach so. Mm. Da hat man dann auch nicht die Reaction für. Außer man rechnet damit, dass der vielleicht weg ist. Ja. Ist er jetzt weg oder nicht? Mach ich direkt ab hier mal, aber ja, in dem Fall hat das einfach nicht gemerkt. Okay, dann gehen wir ins Game Nummer 4. Tatsächlich nochmal ein Game für Splash Mage. Mal schauen, ob er sich noch ein zweites ziehen kann. Und dann wäre es auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Wenn er das jetzt noch zieht, dann. Ja. Ja, ich denke jetzt auch nochmal ein bisschen neuen Mut gefasst. Ne? Jetzt könnte man nochmal holen. Da war schon mal die Dash Attack. Da wird klassisch rübergesprungen gegen den Jump'n'Run. Bin mal gespannt, ob die Top 5 jetzt gerade schon ihre Matches spielen. Und die Dash Attack. Ice-Tick gegen Kyrian würde ich mir natürlich auch sehr gerne mal anschauen. Try of a Combo. Wow. Oh, tschüss. Wow. Okay, nochmal gut in Favor für SDN, dass er da reingeeilt wurde, ne? Könnt ihr vielleicht mal so einen kleinen Clippen. Clippt doch mal schön. Erspart ihr mir Arbeit. Ich will irgendwie in nächster Zeit mal ein kleines Video machen. Oder für nicht TikTok unbedingt, aber vielleicht doch TikTok. Nicht für TikTok? Ich dachte, wir werden noch so mal. Ja, YouTube Shorts auf jeden Fall. Ja. Aber wenn es geht, natürlich auch für TikTok. Also, wenn es auf eurer Seite klappt, dann gerne. Schon wenn ich dir noch gar nicht drücken möchte, es klappt von unserer Seite. Wow. Okay, cool. Ja. Gut, dass wir das schon mal on screen. Genau, also klippen. Let's go, Leute. Klippen. Wir müssen Content hier machen, Content. Genau. Dann können wir